Seid gegrüßt, ich spreche heute mit Wetzold Plaum über seine Ideologie der radikalen Mitte. Hallo Wetzold. Hallo Agitator. Du versuchst in deinem Manifest der radikalen Mitte deine Ideologie philosophisch zu unterfüttern. Erstmal grundsätzlich, wieso ist Philosophie denn so wichtig? Ich glaube, das wird viele Zuschauer meines Kanals interessieren, da ich mich echt bisher gar nicht mit Philosophie beschäftigt habe. Ja, es ist so, wenn man über Politik, Gesellschaft, Kultur etc. spricht, dann ist man ja früher oder später, wenn man grundsätzlicher wird, eigentlich so automatisch auf der philosophischen Ebene. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass politische Überzeugungen, die philosophisch fundiert sind, deutlich kräftiger sind als politische Überzeugungen, bei denen das nicht der Fall ist. Ja. Und es führt auch dazu, wenn man die philosophische Ebene mit reinnimmt, dass man eben die Grundsätze, die man dem eigenen philosophischen Denken zugrunde liegt, prinzipiell auch reflektiert. Denn die Alternative dazu, dass man eine politische Ideologie philosophisch fundiert, ist dazu, sich einfach irgendwelche Dogmen zu setzen, ja, über die man dann eben nicht mehr reden kann. Und wenn man also aus diesem allzu dogmatischen politischen Denken rauskommen will, dann ist man eigentlich notgedrungenerweise auf die Philosophie verwiesen. Du sprichst dich ja für eine Philosophie der Mitte aus. Was verstehst du darunter jetzt mal kurz zusammengefasst? Ja, ich halte eine solche Philosophie für ausgesprochen notwendig in der Gegenwart. Wir haben ja die Konstellation, dass sich die Lager immer weiter polarisiert haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also uns voraus sind da sicherlich auch noch die USA, wo also die Kluft zwischen Trump-affinen Republikanern und Demokraten also mittlerweile so groß ist, dass man kaum mehr es in einem Raum gemeinsam aushält. Um aus diesem Denken rauszukommen, was meines Erachtens sehr gefährlich für unsere Demokratie und für unser Zusammenleben ist, ist es notwendig, sich wieder erneut auf eine Mitte zu fokussieren, also auf einen Platz, auf einen Ort, in dem die unterschiedlichen Anschauungen auch zusammenkommen können und wo man sich mit Respekt begegnen kann. Und ich gehe da in der Philosophie der Radikal oder in der Ideologie der radikalen Mitte noch einen Schritt weiter, indem ich sage, dass also Linksprogressivismus, Konservatismus und Liberalismus, die ich sozusagen als die drei großen politischen Lager identifiziere, dass die gewissermaßen notwendig auch aus dem Wesen des Menschen irgendwo hervorgehen und dass es deswegen eine kindische Vorstellung ist oder eine unzutreffende Vorstellung, dass jetzt einfach eine der drei Ideologien Recht hat und die beiden anderen Unrecht, sondern dass sie gewissermaßen alle drei legitime Sichtweisen auf Politik und Gesellschaft darstellen. Du hast gerade diese drei Lager angesprochen. Also, was macht diese drei Lager grundsätzlich aus? Was sind die Grundwerte, die sie vertreten? Ja, ich würde das gleich, um es ein bisschen anthropologisch auch anzubinden, mit Kant hier argumentieren. Er hat ja seine drei großen Hauptwerke, sind ja die Kritik der reinen Vernunft, der praktischen Vernunft und der Urteilskraft. Und in gewisser Hinsicht kann man den Linksprogressivismus verstehen als die politische Doktrin, die der reinen, also der theoretischen Vernunft, den Vorrang einräumt, weswegen hier es vor allem auch darum geht, universalistische Konzepte zu entwickeln, also bezogen auf die Menschenrechte, bezogen auf die politische Ordnung, die internationale politische Ordnung etc. Der Konservatismus ist für mich die Doktrin mit dem Primat der praktischen Vernunft, ja, also weswegen auch der Konservatismus am wenigsten theoretisch fundiert ist und deswegen auch für ihn häufig der Rückgriff auf die Geschichte eigentlich die haupttheoretische Ausrichtung ist. Also der Konservatismus hat hauptsächlich auch eine implizite Theorie, nämlich den historischen Vergleich. Der Liberalismus, ja, Primat der Urteilskraft, wo also eigentlich die Freiheit des Menschen zu urteilen, die Fähigkeit zu urteilen im Fokus steht. Ja, und ich glaube, diese drei Aspekte des menschlichen Geistes sind vielleicht auch in den Menschen unterschiedlich stark gewichtet, weswegen sie dann eben auch unterschiedlich zu unterschiedlichen politischen Ansichten tendieren. Das heißt, in der Ideologie der radikalen Mitte gestehe ich auch einfach explizit zu, dass die Menschen unterschiedlich sind und deswegen auch unterschiedliche Ansichten haben, weswegen auch abweichende Ansichten primär erst einmal auch zu respektieren und zu verstehen sind, bevor man sich dann mit ihnen gleich in moralischen Weise auseinandersetzt. Das heißt, die radikale Mitte, ist sie jetzt ein politisches Programm oder wie würdest du es am ehesten beschreiben?
Ja, ich würde es eigentlich als so eine Art Metaprogramm bezeichnen. Also jetzt rein pragmatisch betrachtet sehe ich zwei Voraussetzungen dafür, dass ein Mensch sich überlegen kann, ob die Ideologie für ihn etwas ist. Das erste ist, dass man sich eben nicht so ohne weiteres in diese Lage einordnen kann. Ja. Und das zweite ist, deswegen auch radikal, dass man trotzdem sich als kritischen Geist begreift, der die gegebenen Verhältnisse und auch die politische Klasse kritisch betrachtet oder der sagt, wir haben in der Gegenwart grundsätzliche Probleme, aber ein einfaches Weiterverwalten des Status quo hilft uns nicht weiter. Also das heißt, eine gewisse Grundsätzlichkeit der Änderung des Denkens ist notwendig und das bringe ich eben mit dem Begriff radikal auch zum Ausdruck. Man kann das noch vertiefen, diesen Begriff Radikale, mit der Gestalt, dass man sich eigentlich grundsätzlich zu einem dialektischen Denken auch verpflichtet fühlt. Das heißt, immer versucht, eine Gegebenheit nach unterschiedlichen Seiten hin auch abzuwägen, ja, um eben aus diesen Fallen eines zu vereinfachenden Schwarz-Weiß-Denkens herauszukommen. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, diesen Gnostizismus, wie du ihn nennst, den machst du als großes Problem aus. Wieso glaubst du, hat das so sehr zugenommen? Ja, also der Gnostizismus verstehe ich als eine gewissermaßen mit Verstandesmitteln konstruierte Religion oder Pseudo-Religion. Und Gnostizismus interpretiere ich als ein postaufklärerisches Phänomen. Das heißt, dass in einer Kultur die Bereitschaft zur Aufklärung, zur Analyse tendenziell nachlässt. Und für die Gegenwart würde ich das diagnostizieren. Ja? Deswegen dann so vereinfachende Ideologien, die ein ganz klares Schwarz-Weiß entwerfen, oft ein zentraler Leitwert, um den dann alles, nachdem sich dann alles ausrichtet, ja, und alle politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse dann nach so einem Schwarz-Weiß sortiert werden. Das gibt es meines Erachtens in allen politischen Lagern, ja, also beispielsweise gibt es gnostizistische Lesarten des Feminismus oder auch Verschwörungsideologien haben mitunter gnostizistische Charakter. Das gibt es auch im rechten Lager oder im Ökologismus. Wenn ich mich zu sehr hier auf nur einen Leitwert fixiere, da bin ich eben sehr schnell in diesem Denken, dass ich alles nach diesem einen Leitwert bemesse und dann eben alles nach Schwarz oder Weiß sortiere, ja. Und das kann man auch so verstehen, der Verstand ist ja darauf ausgerichtet, binär zu operieren, nach wahr und falsch, nach 1 und 0. Und wenn sich aber nun dieser Verstand, der sich eigentlich eher für das kleinteilige Denken zuständig ist, nun daran macht, das große Ganze einzuordnen, dann kommen eben so sehr krass bipolare Ideologien zustande und dem will ich eben entgegenwirken. Bipolar meinst du, dass die Welt in Gut und Böse geteilt wird? Genau. Oder zu schnell auch in Gut und Böse eingeteilt wird, ja. Also ich glaube, das ist auch ein Problem, auch lagerübergreifend, dass man eben sehr, sehr schnell in der Moral ist. Sicherlich auch befeuert durch die sozialen Medien, durch Twitter beispielsweise, wo man eben nur ein paar hundert Zeichen Zeit hat, irgendwie auf den Punkt zu kommen. Deswegen wird das sehr schnell und sehr gerne auch moralisiert. Aber was dann eben häufig auf der Strecke bleibt, ist die genauere Analyse. Ein Schlagwort oder auch ein Motto der radikalen Mitte an der Stelle ist, die Moral sollte das letzte und nicht das erste Wort haben. Und ganz häufig ist in unserer Debattenkultur, hat die Moral leider das erste Wort. Und das ist insofern gefährlich, als die Moral so etwas Absolutes ist, dass wenn man alles nach Gut und Böse sortiert hat, dann ist man eigentlich fertig, ja. Und das ist nur zu verführerisch, um sich eben um die Analyse zu drücken, beziehungsweise ist eben auch immer wieder Methode der reinen Propaganda natürlich auch. Ne? Du schlägst da ein sehr interessantes Schema vor, um dem zu begegnen. Nämlich, dass man bestimmte Ereignisse beziehungsweise Konflikte zuerst auf der materiellen, dann auf der funktionalen, dann auf der intentionalen und erst als letztes auf der normativen beziehungsweise moralischen Ebene zu bewerten sind. Wie bist du zu diesem Schema gekommen und hast du ein konkretes Beispiel, wie man das anwenden könnte? Ja, beide Fragen kann man eigentlich mit eins beantworten. Dieses Schema habe ich mir aus pragmatischen Gründen bei der Strukturierung meiner Ukraine-Doku zurechtgelegt, um eben diesen Stoff zu strukturieren. Und die materielle Ebene, das ist sozusagen das materielle
in der Gegenwärtigkeit und in der, auf der funktionalen Ebene wird das dann um zeitliche Aspekte erweitert, ne, um Dynamiken. Und dann ist man auf der intentionalen Ebene, da ist man dann auf der Ebene der Interessen, das ist dann schon eine geistige Ebene, aber eben noch konkretisiert auf Individuen. Und erst als letztes ist man dann auf der höchsten Ebene. Ja. Das fand ich eigentlich ein ganz, ganz gutes Schema, eben gerade, weil es auch dieser Moralisierung vorbeugt. Und wir haben auch beim Ukraine-Krieg ja gesehen, dass man eben sehr, sehr schnell eben in dieser moralischen Schiene auch drin war. Was einem aber nicht hilft, wenn man wirklich diesen Konflikt lösen will, weil da geht es eben auch um Interessen beispielsweise. Das halte ich für ganz essentiell, dass man eben die unterschiedlichen Interessen, wenn man zu einem Frieden kommen will, muss man über Interessen auch sprechen, weil die Propagandanarrative der beiden Seiten, aus denen heraus wird man sicherlich keinen schnellen Frieden finden, ja, weil dort immer nur der totale Sieg über den Gegner eigentlich das angestrebte Ziel ist und das wird uns nicht weiterhelfen. Kann man Kriegspropaganda als ein quasi, ja, wie beschreibe ich das am besten, kann man die als gnostizistisch ja, die ist in der Regel, genau, ja, ja, würde ich sagen. Also ich kann mir kaum eine Kriegspropaganda denken, die nicht gnostizistisch wäre, ja. Ich meine, da geht es um die Legitimation von Krieg und um auch um die Motivation auf der eigenen Seite. Da muss man natürlich die stärksten ideologischen oder propagandistischen Geschütze auffahren, die es gibt. Und das ist einfach der Kampf um das ultimativ Gute gegen das ultimativ Böse. Ja, das ist einfach das, was am meisten zieht. Das ist ja auch das, was beispielsweise in der Unterhaltungsindustrie einfach immer super gut funktioniert, einen Kampf von Gut gegen Böse zu inszenieren, ja, in Form von Kinofilmen, Romanen etc. Ne? Also da springt einfach der Mensch sehr gut drauf an, weil er natürlich letztendlich ein moralisches Wesen ist und weil er weiß, das ist irgendwo das Höchste, worum es geht. Aber wenn das dann natürlich auf die Weise dienstbar gemacht wird, ist es halt gefährlich. Du beschreibst auch in deinem Manifest, wenn ich das richtig verstanden habe, das Streben nach dem Guten als anthropologische Konstante und würdest es in einer Philosophie der Mitte auch als etwas, ja, weiterhin Erstrebenswertes ansehen, oder? Ja, natürlich. Ich will ja das Gute nicht ersetzen, ja, oder aufs alte Teil schicken. Also es ist durchaus sehr sinnvoll und gut, über das Gute zu sprechen. Das Problem ist aber, alle politisch-gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse nach Gut und Böse zu sortieren. Das ist das große Problem, weil Gut und Böse primär ja eigentlich die Kategorien bei der Selbstreflexion des eigenen Handels sein sollten. Schon da ist es schwer genug, sozusagen, sich die Frage zu beantworten, habe ich richtig gehandelt? War mein Handeln gut oder nicht? Und schon bei den Absichten meiner Mitmenschen, da wird es schon ausgesprochen schwierig, weil ich die ja nun mal leider nicht durch Gedankenlesen erschließen kann. Und hier auch hier schon nach Gut und Böse zu sortieren, ist schon im Zwischenmenschlichen problematisch und häufig auch ein Grund für Konflikte. Und umso problematischer ist es dann, je weniger ich auch von dem verstehe, das heißt, je pauschaler ich auch über gesellschaftliche Zustände eben urteile, ja, oder auch über Menschengruppen, ja. So, jetzt haben wir schon einige, ja, grundsätzliche Punkte besprochen. Jetzt versuch mal zusammenzufassen, was sind die Kernpunkte deiner Ideologie der radikalen Mitte? Ja, wie gesagt, der Ausgangspunkt ist zu sagen, politische Fragen, ja, lassen sich nicht pauschal mit einer Ideologie beantworten. Es ist nicht so, dass eine der großen Lager einfach nur Recht hat oder Unrecht hat. Ja. Das ist der Startpunkt. Davon ausgehend versuche ich eben Modellvorstellungen und auch grundlegende Gedankengänge zu entwickeln, die dabei helfen, Ordnung in das politische Denken auch zu bringen und in einer systematischen Weise gewissermaßen aus diesen Polarisierungsfallen auch herauszukommen. Ja. Es gibt beispielsweise hierzu ein Prinzip bei der Bewertung von gesellschaftlichen Phänomenen, konkreten gesellschaftlichen Phänomenen, dass ich das Prinzip der historischen Zweischneidigkeit nenne. Das heißt, alles historisch geworden hat ein Recht, wodurch es entsteht, und eine Schuld, an der es zugrunde geht. Das ist, wenn man so will, auf einen Satz auch kondensiert, ein dialektisches Denken, ja, also ein Denken, das alle Gegebenheiten eigentlich nach zwei
Richtungen auch gefragt. Also bei einer politischen Bewegung jetzt auf Recht und Schuld, was nicht primär auch moralisch gemeint ist, sondern erst einmal auch einfach zum Ausdruck bringt, dass alles Historische aus Gründen geworden ist, aber eben auch aus Gründen wieder vergeht. Ja? Und dass man beides sozusagen, dass man alles nach diesen beiden Seiten auch beleuchten soll. Das wird dann vertieft auf einer philosophischen Ebene, dass ich eben ganz grundsätzlich versuche, auch Polaritäten herauszuarbeiten, die vielleicht von universeller anthropologischer Bedeutung sind, beispielsweise den Gegensatz Selbstständigkeit und Beziehung, ja, oder den Gegensatz eben von Geist und Materie etc. Und ich halte ein solches Denken in solchen mehrdimensionalen Gegensätzen eigentlich für geeigneter, der Mannigfaltigkeit der politischen und gesellschaftlichen, philosophischen Sachverhalte gerecht zu werden, als praktisch sich immer nur in einer Dimension zu bewegen. Ja? Und ich glaube, dass wir eine solche Philosophie, die uns gewissermaßen auch im Alltag, in der individuellen Alltag oder auch im politischen Alltag, uns unterstützt und hilft, dass eine für solche Philosophie wirklich essentiell notwendig ist. In meinem Manifest sage ich auch, ich entwickle diese Philosophie noch nicht wirklich. Ich deute mehr in die Richtung, in die es gehen muss, weil ich natürlich mit einem Manifest nicht den Anspruch erheben kann, eine Philosophie zu begründen. Ja, das ist, ich bin da sehr thesenhaft, bin da auch sehr plakativ, obwohl das Manifest doch gar nicht so kurz ist. Aber ich kann jetzt mit dem, ich sage ja auch, das Manifest ist Ideologie und nicht Philosophie, aber wir brauchen eine Philosophie. Und ich halte das auch für essentiell im Grunde genommen, um ja, aus dieser Fanatisierungsfallen, die wir in der Gegenwart haben, herauszukommen. Die Philosophie ist der Marktplatz, auf den unterschiedliche Anschauungen im Respekt einander begegnen können. Das ist ja, wenn man so will, auch der Ort der klassischen Philosophie gewesen, der Marktplatz von Athen, wo eben Sokrates seine häufig auch anstößigen Gespräche eben führte. Ja. Also diese Vorstellung des Forums, des Marktes der Meinungen, das ist doch ganz essentiell für die Philosophie, aber auch ganz essentiell für eine liberale, pluralistische Gesellschaft. Ja, du hast in deinem Manifest auch ein vergiftetes Lob an Karl Marx. Du schreibst, er sei ein schlechter Philosoph, aber ein hervorragender Ideologe. Wie meinst du das? Ja, genau. Naja, also Marx hat was Geniales gemacht. Ne? Aus einer pragmatischen Notwendigkeit. Also er hatte ja den Anspruch, die Arbeiterklasse zu emanzipieren, ihr sozusagen zum Klassenbewusstsein zu verhelfen. Und er sah sich natürlich als Aufklärer und ich würde sogar sagen, er ist Radikalaufklärer. Und was er gemacht hat, ist eigentlich den geistigen Bestand der Aufklärung genommen und ihn sozusagen runtergekocht auf eine Version, die sich auch propagandistisch verwerten lässt. Also sozusagen sich auch Menschen vermitteln lässt, die jetzt nicht bereit sind, sich durch tausende Seiten aufklärerische Literatur zu lesen. Und da hat er zugleich etwas geschaffen, was ein Verkaufsschlager, sage ich mal, war oder immer noch ist auf dem Markt der Weltanschauung. Er hat nämlich ein geschlossenes Weltbild geschaffen, das sozusagen den religiös nicht mehr gebundenen Menschen irgendwo Orientierung gibt. Und als solches ist es einfach ein unglaubliches Erfolgsmodell. Ja? Also Marcel Reichner-Ranitzky hat mal über Bertolt Brecht gesagt, dass Brecht Kommunist war, weil er literarisch die Gegenwart aufarbeiten wollte. Also er war praktisch Kommunist, weil er eine Theorie gebraucht hat. Eine halbwegs praktikable und verständliche Theorie, um die gesellschaftliche Moderne irgendwie einzuordnen. Und nicht, weil er primär Sozialist war. Ne? Das halte ich für eine ganz kluge Bemerkung und zeigt einfach an, dass marxistisches Denken oder dann in Ableitung davon Evolutionsstufen aus dem Marxismus heraus halt nach wie vor sehr gut funktionieren, ein weltanschauliches Bedürfnis zu befriedigen. Ja, ja.
Und Marx war einer der wenigen Philosophen, dem dieser Erfolg, dass er quasi eine politische Ideologie begründet hat, vergönnt war. Viele andere Philosophen blieben politisch wirkungslos. Also, ja, das stimmt. Also das, ja. Also das muss man ihm schon zugutehalten. Das ist schon wirklich ein Geniestreich gewesen. Wenngleich ich Marx als Gesellschaftskritiker und als Ideologiekritiker auch problematisch sehe. Also da finde ich, ist er dann oft zu sehr reduktionistisch oder wird dann auch Gedanken nicht gerecht. Also es ist ja im Grunde genommen auch dieser radikale Progressivismus entwertet ja praktisch auch die sämtliche Philosophie vor dem Marxismus, und so wurde das dann ja auch in den Lehren beispielsweise des Ostblocks so praktiziert. Das ist dann die, also alles, was praktisch vor Marx ist, ist dann bürgerlich oder sonst wie, aber in abwertender Weise gemeint, ja, oder und das finde ich ist halt kein angemessener Zugang, wenn man wirklich sich mit der geistigen Tradition des Abendlandes oder der Welt auseinandersetzen will. Ja, aber das ist ja ein ganz interessanter Punkt. Viele Philosophen blieben politisch wirkungslos und Marx war einer der wenigen, der politischen großen Einschlag hatte. Ja. Also siehst du bei deiner Ideologie der radikalen Mitte, wenn sie denn jetzt mal, selbst wenn sie ein größeres Publikum finden sollte, nicht auch die Gefahr, dass dieses, ich versuche eine Mitte zu finden, dass das auch eher wirkungslos bleibt? Ja, das wird sich zeigen. Also das, ich kann natürlich vieles anstreben. Ich glaube aber, dass so etwas wie die Ideologie der Mitte, der radikalen Mitte, in der Gegenwart einfach notwendig ist. Also meine Intuition und mein Gefühl ist, oder mein Urteil ist, es ist schon eher ein intuitives Urteil, dass ich sage, dass wir sowas in der Gegenwart genau auch brauchen. Ja. Weil uns diese Radikalisierungstendenzen, die wir auch haben, eigentlich in allen Bereichen oder Extremisierungstendenzen schaden. Ja. Dass eben kaum noch Diskurs möglich ist. Ich meine, das sieht man auch bei so manchen Figuren im Streaming- oder YouTube-Bereich, dass man da schon Radikalisierungstendenzen oder Extremisierungstendenzen sieht, die ich für bedenklich halte. Und wo ich sage, das ist aber jetzt nicht Zufall, sondern das liegt irgendwo auch an unseren gesellschaftlichen Zuständen, dass vielleicht der ökonomische Druck zunimmt, dass der gesamtgesellschaftliche Stress zunimmt. Und da haben wir dann eben die Gefahr, dass wir in diversen Weisen in Fanatismus laufen. Und ich glaube, das sehe ich in der Gegenwart ganz deutlich. Ja, absolut. Was ist denn deiner Meinung nach verantwortlich dafür, dass der ökonomische Druck zunimmt? Ja, ich würde mal sagen, dass wenn man sich die letzten Jahrzehnte anschaut, das ökonomische Gesamtgeschehen zunehmend stärker eigentlich durch die Finanzmärkte bestimmt wird, dass sozusagen die Realwirtschaft immer mehr zum Anhängsel eigentlich der Finanzmärkte wird. Was natürlich, also die Volumen auch der Kapitalvolumen, die an den Finanzmärkten zirkulieren, nimmt ja exponentiell zu, wenn man so will. Und das hat aber keine realwirtschaftliche Entsprechung mehr, sodass also latent die Renditeerwartungen, die auf der Realwirtschaft lasten, immer größer werden. Ja. Wenngleich natürlich das häufig auch Fantasieerwartungen sind. Also alles Kapital, was an den Finanzmärkten ist, kann sich ja gar nicht materialisieren, weil das ja dann zu einer weitestgehenden Geldentwertung führt. Also wir haben es ja auch viel mit einem im Grunde genommen Casino-System mit Fantasiezahlen zu tun, das sich immer weiter dreht, aber am Ende des Tages sorgt das einfach dafür, dass der Druck auf der Realwirtschaft immer größer wird, sozusagen Renditen zu erzeugen. Und wenn man sich allein mal überlegt, die Rationalisierungsdividende der letzten 50 Jahre ist ja nicht bei der breiten Bevölkerung angekommen. Das heißt, hier ist was schon ganz seit Jahrzehnten eigentlich aus dem Ruder gelaufen, was ich eben als eine ungesunde Entwicklung sehe, und leider ist die so von der Struktur so, dass sie sich im Grunde genommen selbst verstärkt. Ja. Also das wäre meine Diagnose für die Gegenwart auch, ja. Jetzt mal unabhängig davon, wie du die Wörter Kapitalismus und Marktwirtschaft in deinem Manifest verwendest, dazu kommen wir gleich. Meinst du, das ist ein unserem Wirtschaftssystem inhärenter Trend oder ist das Folge von politischen Maßnahmen?
Ich würde Ersteres sagen. Ich halte es tatsächlich, wenn man so will, die grundlegenden Systemgleichungen unserer Form des Kapitalismus sind so, dass ich das notwendigerweise so einstellen kann. Ja, aber wir hatten ja, also vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum, ja, bis zur Mitte ungefähr, deutlich sinkende Vermögensungleichheit und ja, auch die Finanzialisierung der Wirtschaft hat abgenommen. Also, ja. Wir kommen gleich dazu. Die Zeit der Weltkriege war eine Bereinigungsphase. Also, wir haben sozusagen, im Grunde genommen sind beide Weltkriege, lese ich auch so, als Ereignisse, die gewissermaßen das System dann wieder bereinigt haben. Wobei der Erste Weltkrieg hat es nicht geschafft, der Zweite Weltkrieg hat dann genügend Vermögenswerte vernichtet, hat in hinreichend vielen Ländern zu einem völligen Währungsreset und damit auch Schuldenreset geführt, dass das System wieder neu starten konnte. Also das war tatsächlich, sehe ich die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts als eine Bereinigung des Systems, die natürlich sehr schmutzig war, ne? Die aber tatsächlich dann am Ende des Zweiten Weltkriegs das System in großen Teilen wieder resettet hat. Ne? Also auch Beispiel, wo das nicht 100% passierte, war bei der Volkswirtschaft von Großbritannien. Die haben dann in den 70er Jahren diesen Ausgleich gemacht oder sozusagen hat sich das dann noch ein bisschen in die Nachkriegszeit hinaus verzögert, aber im Großen und Ganzen war die Bereinigung 1945 dann geschehen. Hältst du das wirklich für so relevant? Denn eigentlich, also würde ich zumindest so sehen, da, sind diese beiden Weltkriege doch eigentlich ja eine Folge des Verlustes von Großbritannien aus seiner Weltmachtstellung und dem Aufstieg Deutschlands, der eben durch diese beiden Weltkriege verhindert wurde. Ja, das ist natürlich, also ich meine, sowas jetzt wie die beiden Weltkriege jetzt auf einen Faktor zurückzuführen, wäre natürlich aberwitzig. Ja, aber man kann ja darüber debattieren, welcher Faktor ist relevanter. Darüber kann man ja schon debattieren. Ja, also ich meine, was du nennst, ist jetzt die geopolitische Seite. Das ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass auch die ökonomische Seite eine essentielle ist. Ja, die erheblichen Anteil an der Erklärung bieten würde oder müsste und der kaum berücksichtigt würde. Also beispielsweise, dass einfach aus der Sicht des Deutschen Reiches insoweit der Weltkrieg ja in Anführungszeichen eine Notwendigkeit war 1939, als man einfach von einem Staatsbankrott davongelaufen ist in diesem Krieg, ja. Also es gibt ja diesen sehr alarmierenden Brief von Hjalmar Schacht aus dem Jahre 38, wo also die desolate Finanzlage schildert wo man eigentlich, wo praktisch die damalige Führung vor der Wahl stand, also entweder melden wir jetzt den Staatsbankrott an und alles fällt uns zusammen, dieses ganze Strohfeuer, was du hier in den letzten Jahren entfacht hat, oder aber wir gehen eben den anderen Weg. Und die Ideologie war natürlich auch so geprägt, dass dann eher der Krieg gewählt wurde, ja. Ja, die gesamte NS-Wirtschaftspolitik war ja von Anfang an auf einen großen Krieg ausgerichtet. Also diese Notwendigkeit, dann Krieg führen zu müssen, die bestand meiner Ansicht nach nicht, weil sich das Deutsche Reich vor allem in eigener Währung, in Reichsmark verschuldet hat. Also da gab es ja niemanden, dem es groß Geld hätte zurückzahlen müssen, oder? Ja, das wäre jetzt eine sehr, sehr finanzhistorische Diskussion, da bin ich jetzt auch gar nicht firm genug, die jetzt im Detail führen zu können. Es ist nur so, dass halt dieser ökonomische Aspekt, dass also bei der Diskussion in der Regel völlig vernachlässigt wird. Aber wenn man eben in diese Quellen schaut, wie beispielsweise dieser Brandbrief von Hjalmar Schacht an Hitler, dann finde ich das doch einen sehr wesentlichen Faktor, den man auf jeden Fall auch mit diskutieren müsste. Ob es noch eine andere Bereinigungsmöglichkeit auch gegeben hätte, mag sein, also magst recht haben, dass man das auch anders hätte bereinigen können. Aber die Frage ist, ob das dann nicht ein Gesichtsverlust auch für das NS-Regime gewesen wäre, ja. Ja, wir leiten gerade ziemlich gut zum nächsten Thema über, nämlich über Faschismus. Du schreibst in deinem Manifest nämlich, dass der Faschismus in seiner historischen Form, wie wir ihn in Europa erlebt haben, dass der heute eher keine Gefahr darstellt. Wieso? Ja, in der ganz konkreten Form. Also war ja der Faschismus, sowohl der italienische als auch der deutsche, im Grunde genommen in sehr
speziellen historischen Konstellation entstanden und vor allem auch nicht denkbar ohne die Traumatisierung des Ersten Weltkrieges. Ja. Das ist also doch eine sehr, sehr spezifische und auch, wie ich finde, im Ganzen sehr pathologische Form der Entwicklung, die sich so heute nicht wiederholen kann, ja, weil wir einfach gänzlich andere gesellschaftliche und politische Konstellationen haben. Also das halte ich in der Tat für eine ziemlich kindische Vorstellung, dass irgendwie nochmal SA-Horden, prügelnde SA-Horden die Bundesrepublik aus den Angeln heben würden. Also es ist einfach aberwitzig. Sowas hatte es ja auch in der Geschichte nie gegeben, dass irgendwie nach bald 100 Jahren nochmal etwas genau so wiedergekehrt ist, wie es dann mal im militärisch untergegangen auch ist. Also das finde ich einfach eine völlig absurde Vorstellung. Wenn sowas wie Faschismus wiederkehrt, dann auf eine transformierte, sodass man es natürlich nicht sofort erkennt. Ja, du schreibst über den Faschismus etwas sehr Interessantes, du setzt dich mit ihm vor allem ideengeschichtlich auseinander. Du schreibst, das Wesen des Faschismus ist also der Antiliberalismus. Wie meinst du das? Ja. Ja. Ich glaube, dass tatsächlich das der Kern ist, weil, und ich sehe auch den Faschismus deswegen als etwas, was gewissermaßen in einem liberalen Kontext entsteht. Also es ist gewissermaßen eine antiliberale ideologische Tendenz, die im Liberalismus entsteht. Ja, also die, und das, also das, der deswegen wird der Liberalismus ja nicht so brutal angegriffen wie sozusagen im Kommunismus, wo sozusagen eine Revolution alle bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse umstürzen soll, ja, sondern der Angriff erfolgt, ich will mal sagen, indirekter, ne? Mit dem Verweis auf einen Notstand, und mit einer Notstandsrhetorik werden dann grundlegende Freiheiten außer Kraft gesetzt. Ja. Das, also wir haben sowohl Anfang der 20er Jahre in Italien diese tatsächliche oder vermeintliche Notstandssituation. Wir hatten ja die Situation nach dem Ersten Weltkrieg, dass eine sozialistisch-kommunistische Revolution nicht wirklich durchschlagen konnte, aber gleichzeitig im Grunde genommen die Gesellschaft in so einem Pattverhältnis, in so einer Pattsituation verharrte und die Republik es nicht vermochte, die revolutionären Zustände gänzlich zu beenden, aber die Revolution auch nicht stark genug war, um sich durchzusetzen. Das war ja die Konstellation. Ja, da kommen wir zu einem interessanten Punkt. Ist da nicht eher der Antikommunismus der Wesenskern des Faschismus und nicht der Antiliberalismus? Ja, das ist natürlich, du hast natürlich insofern recht, als der Antikommunismus immer auch jetzt beim historischen Faschismus ein wesentlicher Bestandteil war. Aber was ich ja mache, ist, dass ich praktisch in die Urbildsmenge des Faschismus nicht nur den deutsche und italienische Variante mit einbeziehe, sondern das, worauf sich auch beide zurückgezogen. Und das ist das Scheitern der Römischen Republik und die Errichtung des Römischen Imperiums. Das nehme ich als drittes Beispiel mit hinzu. Und um da sozusagen eine Gemeinsamkeit zu finden, ja, hat sich eben der Antiliberalismus angeboten, weil Antikommunismus, davon kann man ja jetzt im alten Rom schwerlich sprechen, ja. Und das, die Vorbildwirkung des Römischen Imperiums war aber doch so substanziell und so wesentlich, vor allem auch für den italienischen Faschismus, dass ich das auch für eine ganz wesentliche ideologische Wurzel auch des Faschismus im 20. Jahrhundert ansehe. Es ist, wenn man so will, eine Art Neo-Cäsarismus auch, ja, der Faschismus. Und, weil ich das eben mit hineinnehme in die Urbildmenge der faschistischen Systeme, es fällt dann eben der Antikommunismus als wesentlicher Faktor dann raus an der Stelle. Ne? Ja, und ich finde, das ist eine falsche Herangehensweise, sich das ideengeschichtlich anzuschauen. Du schreibst ja selbst, dass der Faschismus ideengeschichtlich eher hohl sei. Ja, das stimmt. Also, dass der sich einfach das Beste zusammenklaube, was er so finden könne, und dann mit so einer Notstandsrhetorik quasi eine neue autoritäre Gesellschaft erschaffen wurde. Ja, ja, ja. Also, wenn sich dann konkret anschaut, worauf diese Notstandsrhetorik basierte, nämlich auf der kommunistischen Gefahr, und anschaut, was dann als erstes passiert ist. Also in Deutschland, noch bevor die NSDAP überhaupt die Institutionen wie den Reichstag oder das Reichsgericht gleichgeschaltet bzw. beseitigt hatte,
bevor das passiert ist, hat es die KPD zerschlagen. Also das war so ziemlich die erste Maßnahme, die umgesetzt wurde, nachdem Hindenburg seinen Erlass zum Schutz von Staat und Volk unterzeichnet hatte, also die Reichstagsbrandverordnung. Das war so ziemlich die erste Maßnahme. Und das war auch das Hauptverkaufsargument der Faschisten, dass sie eben den Kommunismus am entschiedensten bekämpfen könnten, ganz im Gegensatz zu den Liberalen. Ist dann nicht der Antikommunismus, also viel relevanter, ist dann der Faschismus nicht eine direkte Reaktion auf die Stärke quasi kommunistischer Bewegung? Naja, für den historischen Faschismus jetzt in 1933 mag das durchaus so gewesen sein. Aber wie gesagt, ich will ja sozusagen aus diesen ganz konkreten Zeitumständen auch rauskommen für den Faschismus. Weil wenn es wirklich da was ganz Spezifisches ist für Anfang des 20. Jahrhunderts, dann brauche ich auch so einen Begriff nicht einfach allgemeinern. Ja? Also und um sozusagen diese Verallgemeinerung bewerkstelligen zu können und um auch für die Gegenwart irgendwo noch halbwegs relevant zu sein, ist der Antikommunismus sozusagen jetzt für mich auch gerade für die Gegenwart nicht so relevant. Also jetzt hier, wenn man faschistoide Tendenzen in der Gegenwart ausmachen will, dann ist Antikommunismus hier sicherlich kein entscheidender Faktor. Ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an, nämlich die Tatsache, dass wir eigentlich keine relevanten kommunistischen Kräfte mehr in Europa haben. Trotzdem arbeitest du dich in diesem Manifest ziemlich häufig an sozialistischen Ideen ab. Also wenn das realpolitisch so irrelevant ist, wieso thematisierst du das so häufig? Naja, also ich habe ja einen Begriff, den ich auch geprägt habe, ist der des Vulgärsozialismus. Das ist mein Versuch, ein halbwegs akademisches Äquivalent zu dem, was man als Wokismus bezeichnen könnte, zu definieren. Und ich bin schon der Meinung, dass diese Welt sich gewissermaßen aus ideologischen Versatzstücken auch des Marxismus irgendwo gebildet ist. Ja, es ist wie der Marxismus, ist der Wokismus, fixierte sich auf einen der drei Leitwerte der Französischen Revolution, nämlich die Gleichheit. Ne? Und selbst wenn bei Marx das dann letztendlich idealen Kommunismus dann aufgehoben wird, in diesem jeder nach seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten etc., das ist sozusagen wenn man so will, eine nicht-egalitistische Formel in gewisser Hinsicht, also wo auch der Individualität natürlich der Individualität auch berücksichtigt wird. Aber unterm Strich war doch der Kommunismus in der Regel sehr eben auf die Gleichheit hin ausgerichtet. Also insbesondere auch dann auch der Realsozialismus im Ostblock. Ja, da war schon die Gleichheit dann eigentlich der höchste Wert innerhalb der Wertetrias der Französischen Revolution. Ja. Und das verbindet eben den Marxismus mit dem von mir so bezeichneten Vulgärsozialismus. Und deswegen sehe ich hier schon einfach eine ideengeschichtliche Linie, die man ziehen kann. Wenngleich natürlich das in der Gegenwart in einer ungleich vulgären Form wiederkehrt. Also ich kritisiere das ja dahingehend, dass ich sage, Marx ist schon eine Vulgarisierung der Aufklärung. Ja? Und das, was wir in der Gegenwart im linksprogressiven Lager weithin sehen, ist demgegenüber nochmal eine Vulgarisierung, ja, also wo dann auch geopolitische und ökonomische Aspekte relativ weitgehend rausfallen oder nur in einer sehr, sehr klischeehaften Weise zitiert werden. Du versuchst das also schon wieder ideengeschichtlich herzuleiten. Aber auch hier würde ich eher auf die materiellen Verhältnisse zu sprechen kommen. Und wenn man sich anguckt, mit wem die Wokisten sich in der Realität verbünden, also man sieht ja in vielen Ländern, dass eine neoliberale Politik zeitgleich mit dem Wokismus aufkam. Also dass zuerst mal konservative Politiker wie Ronald Reagan, Margaret Thatcher Neoliberalismus eingeführt haben. Und danach, als dann sozialdemokratische Parteien wiedergewählt wurden, diese eben diesen Wokismus noch nicht in so einer radikalen Form wie heute, aber quasi auch schon vertreten haben. Dass sie quasi so progressive Gesellschaftspolitik gemacht haben, also Ausländer dürfen leichter rein, Geschlechter kann man leichter wechseln. Also du kennst das Programm, wir brauchen es jetzt nicht nochmal konkret wollen, dass sie das vertreten haben, aber gleichzeitig die gleiche neoliberale Wirtschaftspolitik weitergemacht haben. Also wenn sich die Realität anschaut, dann sieht es so aus, als ob dieser Wokismus innerhalb der existierenden Machtverhältnisse agiert, auch kein Problem hat, sich mit wirtschaftlich regressiven Ideologien mit dem Neoliberalismus zu verbünden.
und so eher ja weniger mit dem Sozialismus zu tun hat, sondern vielmehr ein liberales Gegenprojekt zum Sozialismus ist. Ja gut, aber das, also diese Aspekte benenne ich ja auch in dem Manifest, auch ganz konkret, beispielsweise bei dem Institute for Strategic Dialogue, was ich hier jetzt nur mal als ein Beispiel anführe, wie sozusagen diese vulgärsozialistischen Doktrinen auch in die Breite getragen werden und die auch da ein strategisches Instrument darstellen. Also wenn man sich das Wort anschaut, ne, dann sieht man dort Akteure wie Roland Berger oder Theodor zu Gutenberg, ja, oder das stell dich ein des englischen Adels. Also alles Leute, die man jetzt nicht irgendwie als linksprogressiv einordnen würden. Und trotzdem ist das Programm dieser Stiftung wie eigentlich der Katalog des Wokismus oder des Vulgärsozialismus, ja. Also das benenne ich schon auch. Und das ist mir auch ganz klar. Und ich zitiere auch diese Begriffsbildung des Woke Capitalism, ja, der ich will mal sagen, Neoliberalismus im Regenbogengewand, ja, den man ja auch als Kulturphänomen in den letzten Jahren ganz massiv in den Vordergrund getreten ist, ja. Ja, ich wollte nur mal nochmal diese Trennlinie aufmachen. Also, dass der Wokismus zwar vordergründig egalitäre Werte vertritt, dass dann in der Realität, weil er das eben nicht ökonomisch fundiert, eher geringe Auswirkungen hat, sondern ja, er einfach die ethnische Durchmischung innerhalb der bestehenden Machtverhältnisse vielleicht etwas bunter gestaltet, das aber nicht viel an den Machtverhältnissen ändert. Naja, also es ist ja einfach auch eine möglicherweise eine Strategie, um sozusagen die unteren 90% in Schach zu halten. Man macht dann Geständnisse gegenüber Minderheiten, die natürlich deutlich weniger substanziell sind, gesamtökonomisch und gesellschaftlich betrachtet, ja, die dann aber immer auch den Subtext haben, naja, also die Mehrheit hat aber eigentlich hat gar nichts mehr anzumelden. Ja, ne? Also, das ist jetzt die Frage, ist das ein Zugeständnis gegenüber Minderheiten? Ja, es ist natürlich auch eine Instrumentalisierung ein Stück weit, ja. Also es ist ja, mitunter wird das ja mittlerweile von LGBTQ-Vertretern auch so gesehen, diese Politisierung oder diese ganz spezielle Inanspruchnahme oder Instrumentalisierung auch kritisieren. Das ist durchaus, aber da muss man schon dann auch sehr genau hinschauen, aber da sehen wir natürlich in der Gegenwart sehr viel, ja, wie soll man sagen, dunkle Taktiken würde ich das mal nennen. Ne? Ja, aber grundsätzlich diese Minderheiten, die würden ja eigentlich auch davon profitieren, wenn beispielsweise die Arbeitslosigkeit geringer wäre. Mhm. Das sind ja auch nur ganz kleine, selbst schon privilegierte Minderheiten innerhalb der Minderheiten, die davon profitieren, dass sie in diesen Machthierarchien etwas weiter aufsteigen können. Ja. Und es sind dann in der Regel auch diejenigen, denen dann ausgiebig die Bühne gegeben wird, die sind dann ja in der Regel gar nicht diskriminiert oder unterprivilegiert. Das sind dann irgendwie neubürgerliche, gut ausgebildete Vertreter von Minderheiten, die aber eigentlich ein sehr gutes Einkommen haben. Ja, also da werden keine Obdachlosen befragt oder sonstige. Ja, also das ist dann auch häufig ein bisschen, kommt dann ein bisschen wie Pharisäertum einfach vor. Ja, Also was jetzt gerade durchscheint, ist, dass uns an diesem Wokismus natürlich auch dieser Gnostizismus stört. Also dass da, du hast gerade von Pharisäertum gesprochen, da sehr stark die eigene Ethnie, das eigene Geschlecht, je nachdem, woran man es gerade festmacht, dass das als gut und beziehungsweise unterdrückt angesehen wird und die Mehrheitsgesellschaft dann als Unterdrücker, die also als Böse, die es zu bekämpfen gilt. Ja, also auch ich finde beispielsweise diese sehr pauschales Narrativ vom Patriarchat problematisch in der Hinsicht, ja, weil es für mich auch im Grunde genommen da wird auch dann sozusagen etwas Böses benannt, ja, und dem wird ein Name gegeben und das wird bekämpft, was aber in der Praxis, wenn man dann wirklich mal genau hinschaut, was das dann eigentlich heißt, doch ein sehr problematischer Begriff ist, ja, und er wird dann legitimiert mit einzelnen Ungleichheiten zugunsten von Männern, ja, dass es dann natürlich zahlreiche Ungleichheiten zu Ungunsten von Männern auch gibt und die Sache dann doch mehrdimensional und ziemlich komplex ist, das fällt dann eben unter den Tisch, aber man hat dann sozusagen so ein Böses identifiziert, das man dann bekämpft, wo man dann mitunter aber auch Kulturkämpfe führt, die dann auch sich in einen Furor steigern, der dann auch ja destruktiv oder mitunter dann auch peinlich sind. Also ich erinnere an die Lindemann-Debatte, die ja doch ein von links geführter Kulturkampf war, der eigentlich gescheitert an der Stelle, ja, wo man sich aber da doch auch in einen Furor hineingesteigert hatte, der dann am Ende des Tages
gar nichts gebracht hat, ja. Ja, wobei dieser Feminismus auch ein gutes Beispiel ist. Ich meine, früher, da war sich der Großteil der Feministen wohl einig, Männer, das sind die unterdrückende Gruppe und Frauen, das ist dann die unterdrückte Gruppe. Ja. Also das ist dieser Kampf, den man führen muss. Das hat sich mittlerweile auch komplett verschoben. Mittlerweile sagt man, ja, Frau, das ist jeder, der sich so identifiziert. Und ältere Feministen, die sagen, nee, ich würde das schon nach klaren biologischen Kriterien definieren, die sind dann auch schon wieder böse TERFs oder wie die dann auch immer beleidigt werden, die dann auch wieder bekämpft werden müssen, die dann plötzlich auch als böse gelten. Und alte, weiße Frauen, was für komische Begriffe da kommen. Ja. Also sieht man auch, wie sich innerhalb des Feminismus so ein kompletter Relativismus breit macht, dass man jetzt den eigentlichen, ja, das eigentlichen Kern dessen, was man vertreten will, nämlich die Rechte der Frauen, beziehungsweise die Gleichstellung der Frauen, dass man jetzt nicht mal mehr klar sagen kann, was ist überhaupt eine Frau? Ja, ja, ja. Ja gut, also das wäre jetzt nochmal ein ganz eigenes Thema, ne? Also das, die Gegenwart. Aber speziell jetzt nochmal auf diese alten weißen Männer zu sprechen kommen. Ich meine, die alten weißen Männer, die praktisch in einer Zimmerwohnung gerade mit einer Mindestrente halbwegs über die Runden kommen und alles andere als privilegiert sind, die Zahl derer ist ja deutlich größer als die alten weißen Männer, die in irgendwelchen Machtpositionen sitzen. Also da sieht man schon, wie blödsinnig eigentlich so eine Sprechweise ist in meinen Augen. Und dass natürlich eine Frau aus einem elitären Kreis unweit privilegierter ist als die allermeisten weißen Männer, ja. Also. Ja, aber nochmal zurück zu diesem Relativismus. Mhm. Du machst das auch als ein Problem in der Gegenwart aus. Genau. Also wir hatten es ja gerade schon in Bezug auf die Geschlechter. Wieso ist das allgemein ein Problem? Naja, es ist so, dass die bisschen altmodische Vorstellung der Aufklärung doch darin besteht, dass man durch einen politischen Diskurs auch zum Konsens finden kann und dass es schon auch gewisse verbindliche allgemeine Grundsätze gibt, sei es ethischer Art oder sei es aber eben auch objektiver Art, was wissenschaftlicher Art, auf die man sich einigen kann, ja, wo man zwar prinzipiell das Feld des Diskurses immer offen hält, wo man aber trotzdem auch sowas wie Einigung anstrebt, ja. Und wenn jetzt so Unterscheidungen gemacht werden, dass bei bestimmten Diskursen immer nur Betroffene sich authentisch äußern dürfen, ja, dann splittet man eigentlich diese allgemeine Rationalität auf in verschiedene Rationalitäten, die nur von bestimmten Personengruppen gewissermaßen legitim in Anspruch genommen werden dürfen und wo man dann fragt, wie kann denn zwischen diesen verschiedenen Rationalitäten überhaupt noch vermittelt werden oder endet man dann nicht einfach in einem blinden Kampf der Interessen gegeneinander, wo es einfach nur noch darum geht, möglichst viel für sich rauszuschlagen und wo es überhaupt nicht mehr darum geht, irgendwie zu einem halbwegs für alle tragbaren Konsens zu kommen. Und das scheint mir in der Tat in der Gegenwart schon solche Tendenzen auch zu geben, ja. Du sprichst einen wichtigen Punkt bei diesem Relativismus an, denn wer bestimmt denn, wer überhaupt betroffen ist? Du hast ja gerade gesagt, wenn sich nur noch Betroffene äußern dürfen. Also wer bestimmt, wer zu einer betroffenen Gruppe gehört? Ja. Also jetzt nochmal das Beispiel Frau. Was ist überhaupt eine Frau? Das dürfen ja die Frauen mittlerweile auch nicht mehr selber entscheiden, sondern das bestimmt dann ein Woker-Ideologe, der sagt, so Frau ist jeder, der sich so definiert. Ja. Es sei denn, ich erkenne es ihm ab. Denn wenn jetzt, ich sag mal so, sich eine große Gruppe von rechten Trollen oder so morgen sagen würden, so, wir lassen uns jetzt als Frau eintragen, weil dieses tolle neue Selbstbestimmungsgesetz uns das erlaubt, dann würden die Woken-Ideologen natürlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und nein, das sind überhaupt keine Frauen. Ja, also wenn der Ketzer der Neuzeit sich als Frau registrieren lässt, also ich meine, für den wäre das ja ein gefundenes Fressen, ne? Also der wartet wahrscheinlich schon darauf, dass das Gesetz endlich kommt. Aber da würden die Woken dann natürlich sagen, nein, das wollten wir, also das wollen wir nicht, das ist ein Troll, der darf das nicht. Ja, genau, aber auf welches allgemeine Prinzip kann man das dann zurückführen? Man kann es doch dann nur noch auf quasi den Richterspruch von den Woken, die sagen, nee, der ist moralisch schlecht, der darf das nicht zurückführen, oder? Ja, genau. Ja, es ist, also an der Stelle gleicht einfach die politische Auseinandersetzung immer mehr im Grunde genommen der Konfrontation von verfeindeten Fußballclubs. Ja? Es geht einfach nur darum, für die eigene Mannschaft möglichst viel rauszuholen und man sieht immer auf die Entscheidung des Schiedsrichters parteiisch sozusagen und also immer mehr geht es eigentlich darum, nur der anderen Gruppe, der Gegnergruppe möglichst zu schaden und die eigene Gruppe möglichst gut dastehen zu lassen und da sind alle Mittel recht, aber das Problem ist halt, dass in so einer Gesamtkonstellation
das eigentliche Argumentieren, da es ja nicht mehr um das eigentliche Argumentieren geht, sondern nur noch darum, zu agitieren und zu manipulieren in meinen Augen. Ja, und das ist halt sehr schlecht, weil das, ich meine, früher war das vielleicht das, die schlechten Sitten der politischen Eliten. Heute habe ich so den Eindruck, diese Praktiken werden von weiten derer geführt, die auch in den sozialen Medien operieren. Und das heißt, mittlerweile ist das Volkssport geworden, ja. Ja, das ist ein Politikverständnis, was auch immer mehr um sich greift. Das nehme ich auch so wahr. Ja. Auf jeden Fall. Und deswegen braucht es die radikale Mitte. Das ist genau der Versuch einer Antwort. Du machst tatsächlich einige, um jetzt wieder zum Ökonomischen zurückzukommen, radikale Vorschläge, wie sich die Selbstpotenzierung der Eliten verringern lassen genau. würde. Das ist auch so ein Stichwort, also, den ich... Beschreib erstmal, was ist die Selbstpotenzierung der Eliten? Naja, es ist so, dass in jeden Kulturen und Gesellschaften, wo sich Eliten herausbilden, und das ist wahrscheinlich in tatsächlich allen der Fall, sich der natürliche Mechanismus etabliert, aber was heißt natürlich, aber zwangsläufig im Grunde genommen, die Eliten ihre Privilegien einsetzen, um diese Privilegien zu verteidigen oder noch auszubauen. Ja? Das heißt, es gibt sozusagen elitäre Strukturen, haben naturgemäß den Hang, sich selbst zu verstärken. Ja? Und da geht es häufig um Ökonomie, aber es geht mitunter in der Geschichte, waren es nicht immer nur ökonomische Eliten, die das gemacht haben. Beispielsweise konnte auch das Militär sich auf eine Weise selbst potenzieren und also praktisch die Macht einsetzen, dazu einzusetzen, die eigene Macht noch zu steigern auch. Ne? Und das ist, wenn man so will, kann man das verstehen als ein allen Kulturen und Gesellschaften inhärenter Mechanismus zur Selbstzerstörung. Ja? Weil ich behaupte, ab einem gewissen Punkt diese Selbstpotenzierung destruktiv wird, bezogen auf das gesellschaftliche Ganze. Ja? Heute haben wir, glaube ich, vollzieht sich diese Selbstpotenzierung vor allem ökonomischer Art. Also die Superreichen, die Milliardäre, wenn man sich einfach die Vermögensentwicklung der letzten Jahrzehnte anschaut, dann stellt man einfach fest, die Vermögen gehen durch die Decke des obersten Promils, ja, in einem Maße, in dem einfach die große Mehrheit der Menschheit abgehängt ist, ja. Und das sehen wir einfach vor allem in den letzten 50 Jahren hat sich das eben nochmal ganz, ganz stark radikalisiert. Und da sage ich, das ist eine Entwicklung, die kann so nicht dauerhaft weitergehen. Ja, das ist eine letztlich eine destruktive Entwicklung. Und da sie eine globale Entwicklung ist, ja, ist das auch ausgesprochen gefährlich, weil in vormodernen Zeiten hatte man dann die Situation, dass einzelne Staaten und Kulturen irgendwo kollabiert sind, ja, aber das hat dann immer noch, das war sozusagen die Konsequenzen waren dann vergleichbar überschaubar, aber waren zumindest keine globalen. Die haben jetzt aber eigentlich ein globales System zum ersten Mal in der Menschheit oder noch nie so wie in der Gegenwart, ja. Und deswegen sind diese destruktiven Tendenzen, die ich sehe, ja, eben bedrohlicher denn je. Ne? Und also beispielsweise würde ich mich einsetzen für einen allgemeinen Schuldenerlass, ja, auf einer ganz globalen Ebene, ja, um sozusagen das System wieder zu resetten, wobei man damit noch kein besseres System hätte. Aber das wäre zumindest mal ein Punkt, um sozusagen den unmittelbaren Druck auch aus dem System zu nehmen, weil ich bin schon der Meinung, dass das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass zunehmend wir uns in einem gesellschaftlichen Ausnahmezustand befinden, auch damit zusammenhängt, dass es diese grundlegenden ökonomische Spannungsverhältnisse gibt. Also um mal das zu konkretisieren, ja. Wir sind in der Corona-Krise in den westlichen Staaten mehrheitlich den Weg gegangen, eine relativ drastische Maßnahmenpolitik nach dem Beispiel Chinas zu verfolgen, ja. Ein Staat, der da ausgeschert ist, ist Schweden gewesen, ja, die nach meinem Gefühl eher den Weg gegangen sind, der dem westlichen Selbstbild entsprechen würde. Also eigentlich wäre es doch unserem freiheitlichen Verständnis sehr viel angemessener gewesen, nicht die Maßnahmenpolitik von China zu kopieren. Ja?
Und wenn man jetzt rückblickend betrachtet, wäre es auch, ja, es ist ja Schweden nicht unbedingt deutlich schlechter durch die Krise gekommen als andere westliche Staaten. Ja. Die Tatsache. Ja, China ist auch nicht schlechter durch die Krise gekommen, oder? China ist doch auch nicht schlechter durch die Krise. Na gut, aber sie haben halt den Weg gewählt, der praktisch auch ihrem gesellschaftlichen System entspricht. Ja. Ne? Und jetzt sage ich folgendes, also dass aber der Westen mehrheitlich im Grunde genommen den autoritären Weg eher gegangen ist, da sage ich schon, da mögen auch die ökonomischen Stressfaktoren eine Rolle gespielt haben. Ja? Und das vielleicht, wenn diese ökonomischen Stressfaktoren, die auch im Vorfeld, denke ich, schon da waren, so nicht da gewesen wären, wäre man vielleicht auch im Westen viel häufiger den eher liberaleren Weg gegangen. Ja. Ja, also gehen wir mal weiter ins Konkrete. Du hast gerade von einem Schuldenerlass gesprochen. Mhm. Schuldenerlass bedeutet ja auch immer Vermögensabbau. Ja, die Schulden des einen sind die Vermögen des anderen. Ja. Also wessen Vermögen sollen denn da abgebaut werden? Naja, also da muss man schon ganz oben anfangen, also bei den Allerreichsten. Ne? Also jetzt, ich meine, wenn sowas hier bei uns in der politischen Linken gesellschaftlich diskutiert wird, dann ist ja die große Gefahr, dass man vor allem an die Steuerzahler denkt. Also die, und das ist dann aber... sind dann häufig nicht die Superreichen, ja, sondern eher die untere Oberschicht, sage ich das mal, ne? Und mit einem Blick. So. Die untere Oberschicht. Ne? Und da müsste man überhaupt sich mal global Rechenschaft drüber ablegen, wo denn die großen Vermögen wirklich sind. Also ob wir da ein klares Bild davon haben, wage ich zu bezweifeln, dass auf den Forbes-Listen regelmäßig immer nur Neureiche sich an den obersten Plätzen finden. Macht mich zumindest so ein bisschen stutzig. Also da vermute ich, dass es doch auch altes Geld gibt, das eben dafür sorgt, dass es in den Forbes-Listen nicht auftaucht. Also da, schon da haben wir dann ein grundsätzliches Problem der Datenlage, ja. Ja, die Datenlage ist ja auch so schlecht, weil Vermögen immer weniger besteuert wird. Also in Deutschland gab es ja mal eine Vermögenssteuer, die zumindest grob dafür gesorgt hat, dass man ungefähr einen Überblick über die großen Vermögen hatte. Mittlerweile wird die ja nicht mehr erhoben. Das heißt, die Datenlage ist besonders in Deutschland, was große Vermögen angeht, besonders schlecht. Auch weil das politisch gewollt ist, einerseits diese Vermögen nicht zu besteuern und andererseits überhaupt nicht zu wissen, wie groß die überhaupt sind. Ja. Naja, also das... Es gibt ja jetzt so ich will mal sagen, in der Szene der alternativen Medien dieses Schreckgespenst des Lastenausgleichs, weil da ja so ein Gesetz geändert wurde, ne, irgendwie 2019, was dann 2024 in Kraft tritt, was man ja für sowas verwenden könnte. Aber da ist natürlich die große Gefahr, dass das dann die Falschen trifft, dass das dann eher die Mittelschicht trifft oder die obere Mittelschicht oder die untere Oberschicht, die meines Erachtens in dem Problem, mit dem wir uns konfrontiert sind, gar nicht so das der Hauptfaktor sind. Ja? Also wenn dann wieder die Falschen hier zur Kasse gebeten werden, dann hat man auch nur wieder den Superreichen gedient. Ja, ja, aber das könnte man ja, wenn man dann konkret ein Gesetz schreiben würde, das könnte man ja durch sehr hohe Freibeträge und durch hohe Strafen für Steuerhinterzieher ausgleichen. Also man kann ja sagen, ab 1 Milliarde jetzt Vermögensabgabe, Lastenausgleich, wie man es auch immer nennt, 90%, ab 100 Millionen nur noch 50% und ab 10 Millionen nur noch 2%. Und alles unter 10 Millionen wird gar nicht besteuert. Ja, gut. Also jetzt einmalige Vermögensabgabe, um quasi so ein Reset erstmal hinzukriegen. Das müsste man, wenn man das international machen würde, wenn sich BRICS und G7 hier einigen würden, könnte man das machen, ja. Und das würde tatsächlich... Also so hohe Steuersätze wird man international nicht hinkriegen, aber man kann das ja erstmal auf nationaler Ebene machen. Ja, dann hast du natürlich immer das Problem der Kapitalflucht, ne? Also wie willst du dann sowas machen, ne? Ja, du kannst das rückblickend machen. Also du kannst sagen, alles Kapital, was Deutsche zu diesem Zeitpunkt besitzen, also Leute mit deutscher Staatsangehörigkeit, die sie zu diesem Zeitpunkt haben, müssen sie abgeben. Und wer das halt nicht macht oder wer Vermögen verschweigt, der wird dann per Interpol gesucht, nach Deutschland ausgeliefert und dann geht es ein paar Jahre oder Jahrzehnte, wie gesagt, die Strafen kann man ja da deutlich anheben, ins Gefängnis. Also da muss der Rechtsstaat einfach aktiv werden. Das muss dann selbstverständlich sein, wenn man solche Steuerreformen durchsetzen will und dann Teile der Oberschicht sich einfach versuchen zu entziehen. Also das wäre ja eine Selbstverständlichkeit, dass der Rechtsstaat auch Steuern einzieht. Ja, also ich meine, theoretisch gibt es die Möglichkeit natürlich. Ne? Ich sehe alle Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, als relativ gering an. Und meine Befürchtung ist, dass es einen schmutzigen Reset gibt. Ne? Also irgendein Reset wird es früher oder später geben. Ja, das ist unweigerlich, weil bislang ist auch immer
Resets gegeben hat. Also ich meine, Staatsbankrotte gibt es so lange, seit es eigentlich Staaten gibt. Und es hat immer in irgendeiner Form sind solche Blasen. Im Grunde genommen handelt es sich ja auch um eine Blase am Ende des Tages. Ja, sind immer irgendwo implodiert. Meinst du auch in den Industrieländern mit den Staatsbankrotten, dass das in den Industrieländern möglich ist? Ja, im Prinzip ja. Ne? Also wir haben eigentlich eine Also Industrielle Länder haben ja eine eigene Währung größtenteils und sind auch in dieser eigenen Währung verschuldet. Und diese eigene Währung, die kann ja eigentlich von der eigenen Zentralbank gedruckt werden. Also wieso sollten diese Staaten theoretisch pleite gehen können? Theoretisch kann das schon immer weiter gespielt werden. Also aber trotzdem wird meines Erachtens das System immer instabiler und ein Kollaps ist immer wahrscheinlicher. Also wäre meine Einschätzung. Ja, ist jetzt aber noch eine ganz andere Diskussion. Ja, das ist aber relevant, weil du da ziemliches Schreckensszenario an die Wand malst, was ich nicht für ganz unwahrscheinlich halte. Aber grundsätzlich muss man doch sagen, dass sich dieses Spielchen, die Reichen werden immer reicher, die Ärmsten werden zumindest insoweit alimentiert, dass sie jetzt keinen Radau machen, dass es keine großen Revolten gibt, durch immer steigende Staatsverschuldung eigentlich noch eine ganze Weile lang weiterspielen lassen wird. Also wie lang das letztlich geht, das Spiel, dazu bin ich nicht Ökonom genug und da haben sich auch schon zu viele Ökonomen zu weit aus dem Fenster gelehnt und schon Crashs vorausgesagt, die dann nicht eingetreten sind. Das ist natürlich in der Tat eine Frage, wie lang man das noch weiterspielen kann. Ich befürchte nur, dass, wenn man es weiterspielt, sich auch letztlich unsere liberale Gesellschaft unter die Räder gerät. Ne? Und ich sehe ja auch in der Gegenwart im Grunde genommen stark autoritäre Tendenzen, die im Grunde genommen einen sanften Übergang in eine technokratische Diktatur darauf hinauslaufen könnten. Und ich sehe da auch tatsächlich in der Gegenwart möglicherweise, dass wir uns schon auf diesem Weg befinden. Ich sage nicht, dass das zwangsläufig ist oder dass das unumkehrbar ist oder dass es nicht auch Gegenbewegungen gibt oder Gegentendenzen, aber wir befinden uns da schon auf einem problematischen Weg in meinen Augen. Also damit mal klar ist, was du mit technokratischer Diktatur meinst. Ist China deiner Meinung nach eine technokratische Diktatur? Ich würde sagen, vielleicht nicht in der Form, wie sie uns im Westen droht, aber es hat auf jeden Fall auch technokratischen Charakter, ja. China hat im kapitalistischen Nationenwettbewerb, das muss man ja objektiv so sagen, wesentlich mehr Erfolg als die westlichen Länder. Der chinesische Anteil am Bruttoinlandsprodukt der Welt nahm in den letzten Jahrzehnten immer weiter zu, der Anteil der westlichen Länder immer weiter ab. Also kann es sein, dass sich unsere Eliten quasi denken, Mensch, das funktioniert in China so gut, dann versuchen wir das zu kopieren? Ja, also ich denke, zumindest unbewusst gibt es diesen Reflex sicher. Und ich meine auch, dass wie China sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung zitiert wird oder besprochen wird, wird es ja in der Regel nicht als eine menschenverachtende Diktatur gegeißelt, wie was weiß ich, andere Staaten, die als Schurkenstaaten gelten und auch Diktaturen sind, sondern wird vergleichsweise vorsichtig behandelt. Ne? Und das erlebe ich ehrlich gesagt anders. Also diese Konkurrenz zu China, die bemerkt man eigentlich schon immer mehr in den Medien. Dann wird so diese große Dichotomie aufgemacht. Auf der einen Seite die autokratischen Staaten, also so böse Diktaturen wie China, Russland oder Brasilien, das seit einiger Zeit demokratisch gewählte Präsidenten hat. Und auf der anderen Seite die guten Demokratien, also die Vereinigten Staaten, wir Europäer, die Türkei, Saudi-Arabien, also diese halt alle demokratischen Länder. Vor allem Saudi-Arabien. Ne? Also, war jetzt so ein Hinweis am Rande, dass diese Dichotomie lange nicht so einfach ist, wie man es gerne zeichnet. Aber ich erlebe das schon in den Medien so. Und da habe ich jetzt die Sorge, dass unsere Eliten ausgerechnet die schlechtesten Seiten des chinesischen Systems nehmen, die kopieren, aber in der neoliberalen Wirtschaftspolitik, die meiner Meinung nach die Hauptverantwortlichkeit für diesen ökonomischen Niedergang, den wir gerade erleben, trägt, dass sie daran eben nichts ändern werden, sondern die verschärfen werden. Ja, dass man sozusagen, dass er schlecht auf zwei Welten hat, ja. Denn China hat ja, und damit kommen wir, glaube ich, zum nächsten Thema, eine Sache richtig gemacht. China hat keine Schocktherapie durchgeführt, wie die anderen realsozialistischen Staaten, sondern China hat einen langsamen
langsam Weg, ist ein langsamer Weg aus dem Sozialismus rein in den Kapitalismus gegangen. Ja. Ohne auf einen Schlag alle Preise freizugeben. Experimentell und empirisch und pragmatisch vorgegangen, ja. Sie haben erstmal auch Testballons gestartet, sie haben einfach mal ausprobiert und haben gesagt, okay, jetzt hier nach irgendwelchen allgemeinen Prinzipien alles über den Haufen zu werfen, das kann auch nicht die Lösung sein. Und sie haben und sind da halt sehr, sehr klug vorgegangen, das muss man einfach sagen, ja. Also da wurde eben weniger ideologisch vorgegangen, als auch zum Teil pragmatisch empirisch, ja. Und das hat sich natürlich als großer Erfolg herausgestellt. Ne? Das muss man ganz klar konstatieren. Ne? Muss man natürlich fragen. Da ist die Frage, wie kann das sein? Also wie kann das sein, dass das im chinesischen System möglich war? In den anderen realsozialistischen Staaten, wo man dann nach 1989 beziehungsweise nach 1991 Demokratie nach westlichem Vorbild eingeführt hat, einfach stumpf die Schocktherapie durchgezogen wurde. Also wie kann es sein, dass im chinesischen System in den 80er Jahren eine breite ökonomische Debatte möglich war, die es in unserem westlich-demokratischen System aber nicht möglich war? Ich glaube, das hat zwei Gründe. Das eine ist der Post-Maoismus, weil Mao ja nun ziemlich harter Diktator war, der auch viel Schaden angerichtet hat. Und wo man dann schon nach Mao eigentlich die Überzeugung war, also Mao, dieser Maoismus kann, so kann es nicht weitergehen. Sodass notgedrungen auch eine Diskussion, also die Notwendigkeit einer Diskussion war gegeben, ja. Also wir haben ja mit Mao hatte ja auch versucht, da mit dem, ja, wie hieß das, ne, der große Sprung nach vorne, also was ein völliges Desaster war, wo man gesehen hatte, dass praktisch ein ideologisch doktrinärer Weg, irgendwie den Fortschritt herbeizuzwingen, dass das in der Katastrophe enden kann. Ja, man hat also sozusagen ein Negativbeispiel. Und das Zweite ist natürlich, dass China, das darf man nicht vergessen, einfach eine uralte Kultur und eine gigantische Tradition auch hat, aus der heraus es auch schöpfen kann. Und China war immer irgendwo pragmatisch, auch der chinesische Staat war immer auch erfolgreich, eben weil man nicht so ideologisch oder so idealistisch war. Also die chinesische Kultur hat eben beispielsweise gegenüber dem Indien, wo man ja auch viele Einflüsse übernommen hatte, doch eher auch so einen pragmatischen Ansatz. Das sieht man auch an, wie sich dann praktisch die Philosophien im chinesischen Kontext dann auch irgendwie verändert haben, ja. Also ich glaube, dieser Pragmatismus ist ein Stück weit auch in der Kultur angelegt. Ja, du sprichst da wichtige Punkte an. Also auch tatsächlich ökonomische Debatten aus dem alten China haben in den 80er Jahren nochmal eine Rolle gespielt, weil das chinesische Kaiserreich immer wieder zu unterschiedlichsten Zeiten in die Märkte eingegriffen hat, um die Preise bestimmter Rohstoffe zu stabilisieren. Das hat in den 80er Jahren... So sagen, die chinesische Geschichte ist ausgesprochen interessant. Also das ist sehr, sehr, sehr erkenntnisreich, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Und wir sollten auch im Westen da mehr drüber wissen. Ja, absolut. Und in China gab es ein anderes Negativbeispiel, nämlich die Herrschaft der Nationalisten. Die Nationalisten, also klar, es war jetzt nicht alles ihre Schuld, aber sie hatten unter ihrer Herrschaft eine Hyperinflation ausgelöst durch eine völlig falsche Politik, die dem Markt viel zu viele Freiheiten ließ, die eben dafür gesorgt hat, dass Knappheiten, die zuerst zu Bürgerkriegszeiten, dann durch den Zweiten Weltkrieg verschärft wurden, die Preise explodieren konnten und die Währung eigentlich kein Vertrauen mehr genoss. Die Kommunisten schafften es in den von ihnen eroberten Gebieten relativ schnell, die Inflation zu bekämpfen. Und wie gesagt, unter Mao gab es viele wirtschaftliche Probleme. Aber von den 50er Jahren bis Ende der 70er gab es in China keine nennenswerte Inflation. Die Kommunisten sicherten ihre Herrschaft auch damit, dass sie das Preisniveau stabil hielten. Und deswegen hatte man in der KP in den 80er Jahren panische Angst vor einer außer Kontrolle geratenen Inflation. Das heißt, man hatte hier quasi zwei Negativbeispiele. Zum einen den großen Sprung nach vorne auf der planwirtschaftlichen Seite und zum anderen die Herrschaft der Nationalisten, die selbst in Kriegszeiten nicht streng genug auf Preiskontrollen, nicht streng genug auf staatliche Eingriffe setzten und so riesige Knappheiten und Hungersnöte während des Krieges auslösten und damit letztlich auch ihre eigene Position im Bürgerkrieg untergruben und so den Sieg der Kommunisten mit ermöglichten. Man hatte quasi diese zwei Negativbeispiele und die KP wusste genau, dass wenn die Inflation außer Kontrolle geriet, dass sie dann ihre Herrschaft gefährden würde. Deswegen hat sie auch Ende der 80er Jahre, als die Inflation hochschoss, tatsächlich
tatsächlich diese schnellen Preisfreigaben wieder zurückgenommen und neue staatliche Eingriffe in die Wirtschaft eingeführt. Zwischen 1988 und 1992 ist eine ziemlich interessante Periode. Da kam es in China nämlich zu so einem plötzlichen Stopp aller Reformen, weil man eben sah, dass diese Reformen zu schnell vorangetrieben wurden, dass eben eine zu dauerhaft zu hohe Inflation drohte. Man hat die Reform erst wieder aufgenommen, als die Inflation unter Kontrolle war. Und das hat man in allen Ländern, wo es die Schocktherapie gab, nicht gemacht. Dort hat die Zentralbank dann einfach stumpf der neoliberalen Ideologie folgend die Zinsen angehoben, damit die Investitionsbedingungen ja katastrophal verschlechtert und die Depression, die in diesen Ländern herrscht, noch weiter verschärft. Also da sieht man, also jetzt nochmal grundsätzlich, warum war diese Debatte im chinesischen System möglich, aber bei unserem westlich-demokratischen System nicht, denn es waren ja wirklich viele Staaten, in denen ein sehr ähnliches Schema ablief. Also da ist es jetzt egal, ob du nach Polen, nach Tschechien, nach Russland, in die Ukraine, also wo auch immer du im realsozialistischen Block hinguckst, überall siehst du das gleiche Schema. Also manche Länder haben es besser gemanagt, andere schlechter, aber überall siehst du extreme Preissteigerungen. Überall siehst du erstmal einen ziemlichen Crash der Wirtschaft. Das hast du in China nicht gesehen. In China ist die Wirtschaft gleich zu Beginn der marktwirtschaftlichen Reform relativ stark gewachsen. Klar, also wie gesagt, es gab Ende der 80er Jahre hohe Inflation, da hat man einen Reformstopp eingelegt. Aber so einen Crash, wie es ihn mit der Schocktherapie in den osteuropäischen Ländern gab, so einen gab es in China nicht. Und das hat eben auch viel mit der ökonomischen Debatte zu tun, die in China möglich war und in diesen westlich-demokratischen Staaten nicht. Was meinst du, woran liegt das? Blöde sind. Wir sind da weitgehend blind. Ja, also wir sind, was allgemein politisches Denken anbelangt, gibt es sozusagen eine gewisse Grundbildung, aber da ist das Niveau, was die ökonomische Bildung anbelangt, einfach viel, viel schlechter. Also das ist jenseits überhaupt des Denkens häufig, ja. Also dass man sozusagen grundlegend über Ökonomie nachdenkt, das machen vielleicht noch so ein paar versprengte Kommunisten, ja, aber das war es dann auch schon fast. Ja, und das ist ein hartes Urteil, ne? Okay, das war jetzt eine kurze Antwort. Ja, aber so sehe ich das. Also wir sind tatsächlich da, denn das durchschnittliche Niveau der ökonomischen Bildung ist deutlich unter dem der politischen Bildung. Also abseits jenseits der Ökonomie, behaupte ich. Ja, und in den realsozialistischen Ländern gab es nach dem Einführen unseres Systems eigentlich nur so zwei Alternativen. Zum einen Planwirtschaft. Und zum anderen halt diese wunderbaren Segnungen der Marktwirtschaft, die natürlich auch von Institutionen wie dem IWF gepusht wurden. Also viele Länder waren dann ja relativ schnell von Kreditprogrammen des Internationalen Währungsfonds abhängig und mussten mehr oder weniger das Programm exekutieren, was ihnen vorgegeben. Naja, es herrscht halt eine Monokultur im Grunde genommen. Also ich will mal sagen, mit dem Gravitationszentrum im angelsächsischen Raum ist da schon eine relativ starke Monokultur einfach im Westen gegeben. Ja. Ja. Kommen wir jetzt mal wieder nach Deutschland. Du, also dieser Neoliberalismus, der ist ja quasi politisch im Liberalismus verankert. Wieso gibt es im Konservatismus kein vernünftiges ökonomisches Gegenkonzept? Ja, das ist ja auch, was ich in meiner Diskussion der politischen Schulen dem Konservatismus irgendwo, ich mal sagen, kritisiere an ihm, ja. Dass er im Grunde genommen zu keiner wirklich eigenen ökonomischen Theorie gefunden hat. Ja. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist die Waffenbrüderschaft zur Zeit des Kalten Krieges, ja, wo man sozusagen sowohl Liberale als auch Konservative sich als Anti-Kommunisten auch verstanden haben, sodass also die Konservativen weitgehend die ökonomischen Doktrinen des Liberalismus übernommen haben, aber nicht des Liberalismus schlechthin, sondern eben einer ganz spezifischen Form des monetaristischen Neoliberalismus. Deswegen mag ich auch den Begriff Neoliberalismus in seiner Pauschalität nicht unbedingt, weil er ja noch mehr enthalten ist als das, was wir als dominant im Westen ansehen. Ja. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigen Punkte. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, viele Konservative interessieren sich auch nicht so wirklich für Wirtschaft. Denen geht es irgendwie um andere Sachen. Aber die sehen auch die Bedeutung der Ökonomie, glaube ich, unterschätzen die häufig. Ja. Ja, du sprichst in deinem Manifest die historische Schule der Nationalökonomie an. Also was ist das überhaupt für eine ökonomische Schule? Ja, das war eine Schule, die war in Deutschland eigentlich relativ prominent, so zwischen 1850 und bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs relativ. Ja, und das ist eine Schule, die
in gewisser Hinsicht aus dem romantisch-historistischen Geist irgendwie auch davon zumindest irgendwo inspiriert ist. Das ist eben eine nicht universalistische ökonomische Schule, die sozusagen also Universalismus, ich sehe was, der Kommunismus ist universalistisch oder aber auch der monetaristische Neoliberalismus ist universalistisch, der Gestalt, dass praktisch es eine ökonomische Doktrin gibt, die richtige ist und die universell Gültigkeit haben sollte. Und da ist eben die historische Schule insofern ein Gegenentwurf, als man hier den Ansatz vertreten hat, dass man erst einmal sich sozusagen die Nationalökonomien oder die ökonomischen Räume auch anschauen muss, empirisch anschauen muss, um dann möglicherweise auch spezifische Lösungsansätze zu entwickeln, die sozusagen maßgeschneidert sind für die konkreten kulturellen, materiellen und gesellschaftlichen Gegebenheiten. Ja? Also so gesehen eine Art anti-universalistischer Ansatz, ja, der auf eine letztendlich auch auf eine Pluralität der ökonomischen Modelle hinauslaufen würde, wenn man das sozusagen dann in der Praxis umsetzen würde. Und mir kommt eben diese Schule, wenn man so will, als wesentlich konservativ vor, der Gestalt, dass es eben A, so historisch ausgerichtet ist, trägt sie auch im Namen, und B, auch irgendwo pragmatisch ausgerichtet ist, ja, also an den konkreten Gegebenheiten. Deswegen würde mir das so, wäre das für mich, würde das passgerecht als eine authentische ökonomische Schule des Konservatismus erscheinen, aber ich weiß nicht, ob das so wahrgenommen wird oder ob das ob das schon mal jemand vor mir so gedacht hat, aber das wäre für mich wesentlich eher passend für den Konservatismus, als sich hier dem Neoliberalismus sozusagen des Neoliberalismus zu bedienen, ja. Ja, ich würde sagen, damit haben wir einen ziemlich guten Rundumschlag gemacht. Wir haben deine Ideologie der radikalen Mitte grob besprochen. Ich würde sagen, wir können da bestimmt noch weitere Gespräche drüber führen. Du führst nämlich noch viele andere Punkte an, aber bevor wir da jetzt bei anderen Themen noch weiter ins Detail gehen, würde ich sagen, das ist ein erster guter Überblick, den wir hier gemacht haben. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Einladung, für dein, wie ich doch sehe, sehr ernsthaftes Interesse an meinen Gedanken. Hat mich also auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Ja, gerne mal wieder, und ja, wir werden sehen. Ich glaube, wir können gut über diverse Punkte diskutieren. Das hat sich, denke ich, sehr gut ergänzt heute.